Ganze Zellkulturen machen Dienst nach Vorschriften, erzielen doch kein wirklich scharfes Bild. Kriegsfilm, Antikriegsfilm, Kriegsberichterstattung, 150 Tote, keine Verletzten. Die Bilder müssen scharf sein, die Wahrheit nur plausibel. Stets kreisen fremde Weltbilder getarnt als die eigenen Weltbilder um eine unsichtbare Achse. Zeitmaschinen, Geschichtskompressoren. Ein wesentlicher Unterschied zu 1960 ist die massenhafte Verfügbarkeit von Informationen, die in ihrer Fülle jede Zensur überflüssig machen. Die eigene Bildwelt formt sich in einer spiralförmigen Gegenbewegung aus allen verfügbaren Weltbildern zum eigenen Weltbild. Schwindelig stellt sich ein, auch Selbsttäuschung kommt vor, Täuschungsmanöver von außen gegen zu parieren. Hochleistungsprozessoren leisten unentgeltlich Überschwemmungen. Cable, the news, the network. Gestochen scharf gegen das Verkranzen eines Apache-Kampfhubschraubers, Einstellungen von einer Kamera im Kopf einer Tomahawk-Rakete, den Indianern ist einfach jedes Mittel recht. Die Realität, in der wir leben, Tonbandstimme sagt, the real world. Gute Zeiten, schlechte Zeiten für eine Fernsehserie passen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, da ist eigentlich alles drin. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, genau. Glück, sagt der Moderator tonlos, ist das Andocken von Endorphinen an Rezeptoren in den Zellen des biologischen Systems. Zu wem halten die Zeitungen und zu wem halten die Helfer? Zu wem halten die Sozialdemokraten und zu wem hält der Showmaster? Wenn Talkshows irgendetwas ändern würden, sagt ein minderjähriger Studiogast, fänden sie gar nicht mehr statt. Der Staat, in dem wir leben, das System, in dem wir leben. This is not a love song, this is not a deal. DPI, Dr. Inch, how did you enjoy the war? Erste Schaulustige treffen ein, noch mehr Schaulustige treffen ein, immer mehr Schaulustige treffen ein, noch mehr Schaulustige treffen dazu. Die Schaulustigen stehen im Geschehen die Schau. Fiction, Non-Fiction, Non-Fiction, Leute, die man aus den Medien kennt, mit anderen Leuten, die man aus den Medien kennt. Noch nie war alles so sehr eine Frage von Überfluss und Auswahl, noch nie war Zensur so überflüssig wie heute. Uninformed, unentertained, im Ernstfall tritt der Ernstfall tatsächlich ein. Darf sagen, ich und die Wirklichkeit. Ich bin ich, weil mein kleiner Hund mich kennt, sagt die von der promovierten Kandidatin des verratenen Person. Günter Jauch, der kühnste Deutsche. Missy Elliott sagt, the real world. Fischke und Weiß sagen, die Sichtbarkeit nennt. Thomas Stimme sagt, ich habe Durst. Wenn alles wirklich ist, dann besteht die wirkliche Welt aus wirklichen Bildpunkten, auf wirklichen Bildschirmen und wirklichen Räumen. Vortäuschung falscher Tatsachen oder Vortäuschung richtiger Tatsachen? Believe the hype. We know how to entertain you. Chris Corder sagt, 6 billion humans can't be wrong. Fiction, non-fiction, non-fictive fiction oder fictive non-fiction oder wie oder was? Die Vortäuschung falscher Tatsachen kann eindeutig kein Tatbestand sein, allenfalls das Vortäuschen richtiger Tatsachen, was gegen den Vortäuschen von Tatsachen entspricht, kann unter Umständen ein Straftatbestand sein. You decide. Immer hat es mehr Kommunikationsmittel gegeben, immer hat es mehr als eine Handlungsmittel gegeben, immer hat es mehr als eine Verständnismittel gegeben. Alles echt, alles relativ. Alles relativ falsch. Alles falsch. Alles relativ echt.
How did you enjoy the game? Wie nennt man den Studiotechniker, der bei Talkshows immer das Klatschen einblendet? Darstellung gegen Darstellung. Die Aufhebung der Schriftform bedarf ebenfalls der Schriftform. Darstellung gegen Darstellung. Diejenigen, die tatsächlich etwas beobachtet zu haben glaubten, wurde dort geklagt, hatten längst schon Exklusivverträge mit privaten Fernsehsendern oder großen Pressehäusern abgeschlossen. Sätze, die mit drei Punkten enden: Bild, Blick, Krone. Hypothetische Antworten auf tatsächliche Antworten auf hypothetische Fragen. Der Lehrstuhl für Verschwörungstheorie war noch genügend vakant. Die Betroffene selbst zeigte sich am ärgsten betroffen. Was kostet mehr, die Batterie oder das Radio? Gegenfrage: Zwingen wir die Kandidaten etwa an der Show teilzunehmen? We know how to entertain you. 6 billion humans can be wrong. We know how to entertain you, we have ways of making you dance. We know how to entertain you, we have ways of making you dance. We know how to entertain you, we have ways of making you dance. Medienkompetenz erwerben, Medienkompetenz ausbauen, Medienkompetenz verbessern. Teil der Infomiete werden, Teil der Infomiete sein, Meinungsführerschaft erobern, Meinungsführerschaft ausbauen, Meinungsführerschaft verteidigen. Motiv 1a, das Brandenburger Tor. Das Original, die Verpackung. Desinformationskampagnen des besseren Gewissens. Kapitalistischen Realismus mit sozialistischem Realismus vergleichen, Richter mit Kolbe vergleichen, Rolex mit Cartier vergleichen, Abbildung, Uhren und Feuerzeuge, Original Park Material. Echt falsch lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum 18. August in der Wiederöffnung wieder gezeigt wird. Initiator ist die Firma Cartier, die wie nur wenige andere Firmen unter den Fälschungen ihrer Produkte leidet. Täuschen echt, täuschen falsch, 2 Bilder in Echtzeit, 3 Bilder in Falschzeit. Täuschen echt wird einleuchtend falsch, täuschen falsch wird einleuchtend echt. Original Oberkreiner aus Oberkreiner. Täuschen echt wird einleuchtend falsch ist aber echt. Täuschen falsch wird einleuchtend echt ist aber falsch. Unecht ist falsch. Nur unfalsch ist echt. Abbildung: Martin Walser am Schiff seines Seekunststücks steht. Was kostet mehr, der Drucker oder die Tinte? Die Untermalung der Szene müsste man sich ungefähr so vorstellen, wie die Musik, die in amerikanischen Filmen beginnt, wenn die Mutter gerade den Krebs verwunden hat, die Tochter doch noch chillen werden durfte, der Vater seine Geliebte verlassen hat und alle die Zeitung über den Rasen laufen, um den totgeglaubten Sohn in die Arme zu schließen. Abbildung: Sommer in Cameron Port. It's action. It's faction. It's real satisfaction. It's real. I'm informed, I'm entertained, I'm infotained, I'm okay, I'm informed, I'm entertained, I'm infotained, I'm okay, I'm informed, I'm entertained, I'm infotained, I'm okay, I'm informed, I'm entertained, I'm infotained. I'm okay.
Abbildung kann er uns wohnen. Do you like nature? Do you like horses? Do you like nature and horses? Click here. Do you like girls? Do you like horses? Do you like girls and horses? Click here. Do you like girls? Do you like dogs? Do you like girls and dogs? Click here. Where do you want to go today? 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 Neun. Kinoland, Mini-News, japanische Alpen, Armani-Dichter, Immobilienträger Mittelstand, autofreundliche Lyrik. Was kostet mehr, der Brennstoff oder die Leuchte? Schon John D. Rockefeller gab Petroleumlampen kostenlos ab und anschließend vom Verkauf des Öls zu verdienen. Abbildung aus dem gesprochenen Band. Kennen Sie die neue Weltordnung schon? Gibt es die neue Weltordnung schon? Kennen Sie die neue Weltordnung schon? Sieht man die neue Weltordnung schon? Kennen Sie die neue Weltordnung schon? Hört man die neue Weltordnung schon? Die Nachwuchsdiplomaten hören nicht nur Vorträge über Marktwirtschaft und Geschichte, als Vertreter fiktiver Länder halten sie selbst fiktive Reden. Über die Zukunft des Kapitalismus ist wenig bekannt. Über die Zukunft des Kapitalismus ist alles bekannt. You decide. Good cop, bad cop. Ein Löffel für den Innenminister, ein Löffel für den Außenminister, ein Löffel für die Bundeskanzlerin, ein Löffel für den Bundespräsidenten. Manche Jugendliche waren so unzufrieden mit sich selbst, dass sie im Bundestag mit Farbpapier um sich warfen. Bad Bang. Good Bang. Unadvertised. Uninformed, unadvertained, unokay, unmilitarized, uninformed, unmilitained, unokay. Work, shop, work, shop, work, shop. Kommt in die Tüte, kommt nicht in die Tüte. Kommt in die Tüte.